Es war 4 Uhr morgens ungefähr, plus minus. Es war halt jeder am Schlafen, jeder zu Hause. Dann hat es halt erstmal angefangen, ganz leicht so zu rütteln ein bisschen. Und dann auf einmal hat es halt sofort angefangen, so richtig krass zu wackeln. Ne? Ich habe einfach nur gemerkt, dass irgendwas, also dass halt irgendwas auf mich gefallen ist. Das habe ich gemerkt, weil ich halt eingequetscht wurde. Mhm. 8 Stunden, das ist nichts. Mhm. Es gibt Leute, die wurden nach, keine Ahnung, einer Woche rausgeholt. Also das richtige Beben. Das war so ungefähr gefühlt halt auch 10 Sekunden, 15, 20 Sekunden für mich. Und dann ist halt komplett das Haus eingestürzt. Hallo, hallo, hallo. Hallo Dennis, grüß dich. Alles gut soweit? Ja, und bei dir? Super. Magst du dich einmal kurz vorstellen für die Zuschauer, die dich noch gar nicht kennen? Ja, klar. Ich bin Dennis, 18 Jahre alt und war Teil des Erdbebenopfers in der Türkei und Syrien. Okay, das ist eine Nummer, die wir, glaube ich, alle in den Medien mitbekommen haben. Es sind mehr als 50.000 Menschen gestorben. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass auch wenn die Medien jetzt nicht mehr viel darüber berichten, dass wir heute uns nochmal darüber unterhalten, was da passiert ist. Ich werde dir viele Fragen stellen und beantworte nur das, was funktioniert. Aber ich freue mich, die Zuschauer auch, wenn wir deine Geschichte heute ein bisschen kennenlernen. Und wenn du bereit bist, legen wir direkt los. Mein Vorschlag: Lass uns direkt mal vorne anfangen. Du bist selber in der Türkei gewesen. Wie kam es dazu, dass du in die Türkei gereist bist? Ich bin ja am 6. geflogen, glaube ich, am 6. Januar. Mhm. Und ich bin einfach mit dem Sinn dahin geflogen, einfach meine Familie zu sehen. Meine Oma und Opa sind jetzt auch schon sehr alt. Einfach die zu besuchen, Zeit zu verbringen mit denen und ein bisschen die Zeit zu genießen, ne? Mehr nicht. Warst wahrscheinlich auch schon häufiger da? Ja, ich war, also im Sommer sind wir immer mit der Familie dahin gefahren zusammen. Haben da Zeit verbracht und ja, ich war da schon ein paar öfter mal. Ja. Wie war der Urlaub? Hat eigentlich ganz normal angefangen. Ne? Man ist angereist, hat jeden begrüßt, was gegessen. Einfach normal Zeit verbracht. Also es hat eigentlich angefangen wie ein ganz normaler Urlaub. War nichts Besonderes. Man hat ein paar Leute besucht, hat ein paar Sehenswürdigkeiten vielleicht angeguckt. Und ja. Du warst da, deine Großeltern habe ich schon gehört. Wer noch? Genau, ja. Also eigentlich nur ich, meine Großeltern und meine Tante, mein Cousin, Cousine, aber die wohnen da alle. Also ich bin alleine dahin geflogen. Wie lange warst du dann da und wann kam der Tag, wo sich alles verändert hat? Ich bin ja am 6.1. eingeflogen und am 6.2. war halt dann das Erdbeben. Und also ich war genau einen Monat da, als es dann passiert ist. Und dann nach dem Beben war ich noch eine Woche da und dann bin ich zurückgeflogen nach Deutschland. Beschreib mir gerne mal den Tag des Erdbebens von Anfang an. Es war 4 Uhr morgens ungefähr, plus minus. Es war halt jeder am Schlafen, jeder zu Hause. Es war ganz dunkel. Und ich war in der Küche von meiner Tante, habe noch so ein paar Sachen für die Schule und so gemacht. Dann auf einmal, also in der Region, wo wir sind, gibt es manchmal schon ein paar Erdbeben, aber so gering, dass es wird einfach nicht, interessiert die Leute nicht. Und dann gab es halt das Beben und dann hat es halt erstmal angefangen, ganz leicht so zu rütteln ein bisschen. Man hat sich halt nichts dabei gedacht, so passiert immer wieder, dachte man sich. Also das gab es schon häufiger. Genau, ja. Es gab sogar 3-4 Tage vor dem Beben ein leichtes Beben und dann auf einmal hat es halt sofort angefangen, so richtig krass zu wackeln. Ne? Also ich war ja in der Küche, Teller und Geschirr und Gläser, alles haben gewackelt, runtergefallen, zersprungen alles, Licht ist ausgegangen, Strom war weg und dann war es halt echt schon sehr krass. Und ich habe mich halt sofort gefragt, so was geht jetzt los, was geht jetzt ab, ne? Weil man hat es ja nicht verstanden. Und ich bin dann instinktiv einfach unter den Tisch gegangen, unter den Küchentisch. Und dann hat es halt noch krass angefangen. Also ich habe mich dann mit meinem rechten Fuß abgestützt und mit meinem rechten Arm abgestützt, damit ich mich halt festhalten kann, damit ich nicht vom Tisch wegrutsche, wegrolle. So stark war das Beben. Du hast gesagt, es hat erst ein bisschen gebebt. Wie lange war das? Also das komplette Beben, wurde mir später gesagt, ging ungefähr eine Minute noch was. Ach, so kurz, also Das ist ein ganz kurzer Zeitraum praktisch. Ja, also was heißt kurz? Es war halt für mich waren es 10 Sekunden, das komplette Beben. Aber mir wurde halt im Nachhinein gesagt, ungefähr eine Minute noch was. Das ist eigentlich schon sehr, sehr lang, der Zeitraum. Also okay. Man kann sich vorstellen, eine Minute lang kannst du einfach nicht ruhig auf einer Stelle stehen. Das kleine Vorbeben, das waren für mich so ein paar Sekunden. Also weniger als 10 Sekunden war das für mich. Damit ich halt sofort unter den Tisch. Und dann hat es für mich so angefühlt, also das richtige Beben. Das war so ungefähr gefühlt halt auch 10 Sekunden, 15, 20 Sekunden für mich. Und dann ist halt komplett das Haus eingestürzt. Puh. Also, du warst unter diesem Küchentisch, aber
wenn das Haus einstürzt, dann bringt das ja auch nichts mehr, oder? Also es war auf gar keinen Fall stabil. Ich hatte auch richtig viel Glück. Also es ist ja komplett eingestürzt. Also das ganze Haus, wie viel Stockwerke waren das? Es gab einmal das Erdgeschoss, erste und zweite Geschoss. Also wo warst du? Ich war im ersten Geschoss und bin ins Erdgeschoss. Okay, du bist mit dem zweiten Geschoss oben über dir ins Erdgeschoss runter. Genau, ja. Also eine Etage ist auf dich praktisch mal drauf und genau. Du bist aber auch eine Etage runtergefallen. Genau, richtig, ja. Ich war dann sogar noch, also habe ich später gesehen in den Bildern, ich war nicht nur im Erdgeschoss, ich war sogar so ein bisschen unterhalb der Erde einfach. Unterhalb der Erdoberfläche. Aber es ist so viel Kraft von oben. Ja, weil genau. Ja. Alter Schwede. Wie viele Leute waren in dem Haus? In dem Haus habe nur ich, meine Tante, meine Cousine und mein Cousin gewohnt. Denen ist auch nichts passiert, also denen geht's gut. Ja. Wie haben die es da rausgeschafft, während du dann da richtig runtergeflogen bist? Als halt alles eingestürzt ist, habe ich erstmal kurzzeit nichts gehört. Dann habe ich so nach ungefähr, keine Ahnung, eine Stunde, zwei Stunden oder so ungefähr, meine Cousine gehört, die war sofort neben mir im Zimmer am Schlafen. Mhm. Sie habe ich halt gehört, sie hat halt auch meinen Namen geschrien und meint halt so, mir geht's gut und so, wie geht's dir? Wir haben uns halt gegenseitig supportet. Und dann nach ein paar Minuten kam mein Onkel. Einer meiner Onkel kam dann und hat meine Cousine rausholen können, weil sie wohnt, ihr Zimmer ist sofort dort, wo der Balkon ist. Und das war halt leichter, sie rauszuholen. Mhm. Dann ist erstmal sie rausgekommen, dann meine Tante und dann kam es halt an die Reihe, mich rauszuholen. Also bei mir war das so, es war ein bisschen schwieriger bei mir. Ich war halt komplett unter der Erde drinne. Und ich habe Familie in ungefähr 60 Kilometer Entfernung von der Stadt, wo ich wohne. Also meine andere Familie wohnt in Antep. Ich wohne in Pazarcık. Und die sind zu mir gekommen. Also die sind von da hierhin gefahren. Und haben auf dem Weg einen Bagger geklärt für mich, um mich da rauszuholen. Weil aus Menschenkraft, das wäre nicht möglich gewesen. Okay, dann versuchen wir mal ganz kurz zu erklären. Ich habe immer noch das Bild, du unterm Küchentisch. Okay, dann kommt die Decke runter. Was für ein Film hat sich da bei dir abgespielt? Es kam das Beben, Strom war weg und ich habe mich festgehalten. Ich kann mich nur daran erinnern, dass auf einmal halt irgendein krasses Ruckeln kam. Also ich wusste irgendwas ist passiert, ich weiß aber nicht was. Ich habe ja nicht mal mitbekommen, dass ich gefallen bin, erst im Nachhinein. Dann ist halt runtergefallen alles und auf meinen rechten Fuß ist dann eine Spülmaschine gefallen. Also ungefähr hier so genau, wo das Schienbein ist, ist auch hier noch so eine kleine Wunde. Da ist eine Spülmaschine drauf gefallen und mein rechter Arm wurde zerquetscht von dem Stuhl, wo ich drauf saß. Also ungefähr von hier bis dort wurde der Arm zerquetscht. Mhm. Und deswegen kann ich jetzt auch gerade meine Hand nicht bewegen, weil dieser Nerv hier eingequetscht worden ist. Ach, deshalb vorhin, ich habe dir die Hand hingestreckt, genau, so hingestreckt und dann hast du mir die linke gegeben, aber mit der rechten geht's aktuell nicht. Genau, richtig. Ja. Also ich kann mit der Hand diese Bewegung jetzt gerade nicht machen, genau, weil halt dieser Nerv, der halt dafür zuständig ist, eingequetscht worden ist. Okay, das heißt, du hast selber gar nicht gemerkt, dass du jetzt irgendwie, das sind ja bestimmt dann 5 Meter oder so, die du dich nach unten bewegt hast. Ja. Das hast du selber gar nicht mitbekommen. Ich habe einfach nur gemerkt, dass irgendwas, also dass halt irgendwas auf mich gefallen ist. Das habe ich gemerkt, weil ich halt eingequetscht wurde. Und dann war ich halt auch in so einer Position, ich konnte mich halt echt gar nicht bewegen. Also ich hatte vielleicht so viel Platz wie den Fußraum von einem Auto. Ich konnte mich halt nicht bewegen, der Fuß war halt Spülmaschinen drauf und Decken und Beton und Zement und keine Ahnung was. Den konnte ich sowieso nicht bewegen. Musst du höllische Schmerzen gehabt haben. Also ich hatte ja die ersten zwei, drei Stunden ungefähr so Adrenalin. Also habe ich gar nichts gespürt. Danach halt, als so die Zeit vergangen ist, ich war ungefähr 7, 8 Stunden war ich drin. Dann habe ich nach ein paar Stunden die Schmerzen gespürt. Aber was willst du machen, ne? Ich habe halt die ganze Zeit geschrien und so nach Leuten, nach Hilfe gesucht. Ich habe erstmal nicht gecheckt, dass ich halt da drunter bin. Also ich konnte mir nicht vorstellen, dass das jetzt gerade echt wirklich passiert. Ich dachte mir, es ist einfach nur ein schlechter Film oder so, ne? Du bist am Pennen, irgendein Traum oder so, keine Ahnung. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, nee, scheiß drauf, du musst da raus, tu irgendetwas, dass du da rauskommst, schrei rum. Ich habe vom Tisch so ein bisschen Holz kaputt, also rausreißen können von dem Tisch, der war ein bisschen kaputt. Habe ich Holz rausgerissen und auf die Tischplatte draufgehauen, dass mich halt Leute hören. Irgendwas versucht, einfach rumgeschrien, versucht mit meiner Hand Krack zu machen und so. Wow, wow, wow. Also bis hierhin ist das, ich meine, du sitzt heute hier, das macht es natürlich etwas angenehmer, darüber zu sprechen, weil ich weiß, dass du da rausgekommen bist, so, aber es sind wirklich Hunderte, Tausende Häuser eingestürzt. Es sind viele, viele Menschen darunter gestorben. Jetzt möchte ich natürlich zu dir nochmal zurückkommen. Du liegst da drunter und hörst deine Cousine, aber wie
wie kommt man aus so einem Haus wieder raus? Weil es sind ja Tonnen von Beton, Zement und allem drum und dran, Möbelstücke, dein Fuß eingequetscht, dein Arm eingequetscht. Wie kommt man da wieder raus? Mein Onkel von meiner Vaterseite sind ja von der anderen Stadt hier hingekommen zu mir. Die haben mich halt erstmal gesucht, wo ich halt bin. Die haben halt geschrien, meinen Namen geschrien, dann irgendwie versucht Lärm zu machen, keine Ahnung. Dann habe ich mich gemeldet, dann haben die mich gehört und dann haben die mit dem Bagger, kannst du vorstellen, einen Tunnel, sowas wie einen Tunnel gegraben, das kann man auch vielleicht in den Aufnahmen sehen, wenn ihr das einblendet. Und praktisch aus diesem Tunnel wurde ich rausgeholt. Dann haben die mit einem, kennst du ja einen Wagen, gibt es ja so kleine Wagenheber. Ja. Haben die mit dem Wagenheber die Spülmaschine hochgemacht. Ach, aus deinem Fuß genau, praktisch rausgebockt. Genau. Genau rausgebockt. Haben die dann rausgebockt, die Spülmaschine mit dem Wagenheber. Und dann habe ich halt gesagt, so, ich spüre diesen Fuß gar nicht. Also ich habe den wirklich komplett taub, ne? Komplett taub. Nichts gespürt, immer noch hier sogar spüre ich immer noch nichts. Und dann haben mich halt 5, 6 Leute, also meine Cousins, in das Auto gebracht, in das Auto getragen, auf die Rückbank. Und dann wurde ich halt ins Krankenhaus gefahren. Das ist so unvorstellbar. Also auch wenn das jetzt krass klingt, aber ich meine, in Anbetracht dessen, was an anderen Orten passiert ist, hast du mit dieser krassen Geschichte sogar noch Glück gehabt, ne? Ja, ich hatte wirklich sehr, sehr viel Glück. Also es gibt da wirklich, ich war ungefähr 8 Stunden drin und das ist Peanuts. 8 Stunden, das ist nichts. Hm. Es gibt Leute, die wurden nach, keine Ahnung, einer Woche rausgeholt. Eine Woche waren die da drinne. Kein Essen, kein Trinken, nichts. Also ich habe sogar mitbekommen in den Nachrichten, ein Mann muss seinen eigenen Urin trinken, um zu überleben. Ja. Kannst du vorstellen. Und ja, der hat Blumen gegessen, die seiner Mutter gehören. Weißt du, eine Woche. Wie waren diese 8 Stunden für dich? Lange. Es war schon sehr, also für mich hat es echt sehr lange angefühlt, die Zeit. Ich war halt da drin, es war halt komplett stockdunkel, ne? Wie haben die dann herausgefunden, wo du bist? Die ganze Zeit Runden gedreht um dieses Haus herum. Die haben halt die ganze Zeit meinen Namen gerufen, irgendwelche Geräusche gemacht, damit ich halt antworte. Und ja, so haben die mich halt gefunden, ne? Das heißt, unfassbares Glück, weil unter so einem Riesenhaus dich dann in dieser Ecke zu finden, das ist ja auch, das Zufallsprinzip hätte dann kaum geholfen wahrscheinlich. Dennis, du hast verdammt viel erlebt und mich würde natürlich brennend interessieren, was würdest du Menschen da draußen mitgeben wollen? Was hast du in diesen 8 Stunden unter diesen Trümmern gelernt, was wir vielleicht auch für unser Leben nutzen können? Auf jeden Fall, diese 8 Stunden waren nicht angenehm, das kann ich auf jeden Fall sagen. Was ich Leuten mitgeben möchte, seid auf jeden Fall dankbar, dass ihr leben dürft. Seht nichts auf der Welt für selbstverständlich. Und dankt euren Liebsten und sagt den euren Liebsten, dass ihr sie wirklich liebt. Das ist das Wichtigste, weil das Leben ist vergänglich, das haben wir alle gelernt. Es sind mehr als 50.000 Leute gestorben. Einfach weg, tote Seelen unter der Erde, teilweise noch nicht mal geborgen, kalte, leblose Leichen. Und ich sage einfach nur, seid dankbar, seht nichts als selbstverständlich und macht was aus eurem Leben und verschwendet einfach nicht eure Zeit. Ja, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Wir müssen die Zeit nutzen und du hast es, glaube ich, perfekt auf den Punkt gebracht. Da kann ich gar nichts hinzufügen. Es gibt keine Garantie, dass wir 70, 80, 90, 100 Jahre alt werden. Die gibt es einfach nicht. Und das ist vielleicht auch der Kitzel beim Leben. So Leben und Tod sind so nah beieinander und du hast das am eigenen Leib miterlebt. Ich bin dir unfassbar dankbar, dass du dich heute hierher gesetzt hast und ja, dass wir die Möglichkeit haben, diesem Thema nochmal Aufmerksamkeit zu schenken, denn es ist nicht vorbei, nur weil die Medien nicht mehr drüber berichten. Es ist nicht vorbei, der Kampf in der Türkei und in Syrien, der beginnt jetzt gerade erst richtig und ja, nochmal der Aufruf, wenn wir da unterstützen können, wenn du da draußen unterstützen kannst, dann tu das sehr gerne. Ich danke dir, dass du heute hergekommen bist. Immer gerne, danke. Hier zwischen uns sind jetzt nochmal 2 andere Videos eingeblendet. Da könnt ihr euch gerne eins von aussuchen. Und wir verabschieden uns. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Juhu.